Also auf geht's, auf geht's. Luke sagte mir, du würdest ein fabelhafter Jedi. Jetzt begeben wir uns zu Krildor und kümmern uns um die Minenplattform. Ich würde ein fabelhafter Jedi. Danke, Luke, danke. Oh yes, das geht weiter. Der Jedi kann den... wieso kann ich gerade nicht lesen? Den Blitz der Macht aufbauen und ihn kontinuierlich einsetzen. Hört sich gut an, hört sich gut an. So, Waffen nehmen wir wie immer unser Standard-Repertoire mit. Und los geht's. Der Geheimdienst der Neuen Republik hat soeben eine Tibana-Gasplattform des Imperiums auf dem Planeten Kaldor entdeckt. X-Wing. Das sieht... Warum ist der Planet so grün? Ah, ich hatte... Sie dachten, wir würden sie nicht finden. Durch die Atmosphäre sieht es vielleicht grün aus. Weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Setting sieht geil aus. Mit diesem Himmel, es erinnert an Bespin, aber ich weiß nicht. Irgendwie mag ich die Mission nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber hey, was soll das schon? Beginnen mit dem Schildgenerator, sonst wird das eine kurze Mission. Alles klar. Dann beginnen wir mit dem Schildgenerator, Kollege. Aber wenigstens gibt es wieder Sturmtruppen zu metzeln. Dreckiger Rebell. Ich bin dreckiger Rebell. Ja, komm mal her, Kollege. Komm mal her. Er beachtet mich gar nicht. Er gönnt sich hier ein bisschen Wandkino. Alles gut, alles gut. Shit. Shit, shit, shit. Komm! Komm! Wieso hält das Ding so viel aus? Nein! Das war nicht gut. Auch von hier checkt das Geschütz gar nicht, dass wir hier sind. See you! You fucking twit! Immer noch ein bisschen Muni. So, wohin geht's jetzt? Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Ich wusste, dass es zu ruhig ist. Was? Wer hat mich von hinten? Du! Jetzt gibt's... Alter, jetzt gibt's Revenge. Du kleine Sau. Zu kleine Sau. Du traust dich was. Du traust dich was. Von hinten ein Schuss in den Rücken und ich bin tot. Er stach mir den Dolch in den Rücken. Jetzt komm her, Kollege. Jetzt wirst du in die Ewigkeit geschickt. Der Held, Alter, mit seinem scheiß Jetpack, ich hasse ihn. Und ich komme hier nicht mal hoch. Ich bin wehrlos. Ich bin absolut wehrlos. Warte, jetzt muss ich Timing. Ich muss... Ah, so jetzt. Zack! Timing ist hier sehr von Bedeutung. Aber der Typ, der dominiert uns richtig. Der dominiert uns richtig. Halt nicht so viel aus, Mann. Ich hab gesagt, es soll sich so viel aushalten, Alter. Sonst verreck ich noch. Ich stell mich gerade sehr an. Ich weiß, ich weiß. Ich müsste ihn eigentlich mit Griff herholen. Und dann einfach ballern. Aber das scheint ja nicht so gut zu funktionieren. So, alter Schwede, Mann. Nein, was machst du denn, Jaden? Ich weiß, du hast es drauf, was Freerunning angeht, aber... Komm. Ah, Jaden. Oder muss ich da hoch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber hier. So. Aber es... Ja, fuck, es ist schon ein geiles Setting. Sowas würde ich gerne mal in echt sehen, einfach. Es gibt keinen Abgrund, es gibt nur... von der Sonne... beleuchtete Wolken. Vector Jane, ich geh rein. Alles gut, Kollege. So, da haben wir schon die nächste Bombe.
Wie viele Bomben gibt's eigentlich? Ah, wir müssen nur die ganzen Sender. Steht leider nicht da. Weg da, Jane. Jetzt gehe ich rein. So, wo müssen wir jetzt hin? Ist da die Tür offen? Da ist die Tür nicht offen. Müssen wir da hoch? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das läuft so gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Auch. Du hast zwar gerade den Kampf nicht angesehen. Wo muss ich jetzt hin? Nein! Jaden, gleich gibt's Ärger, Kollege. Gleich gibt's Ärger. Aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig gehe. Ich spiele nicht konventionell. Und... Oh, shit. Ich hab's noch geregelt. Schade, schade. Ich hab den zweiten nicht getroffen. Alter! Wieso halten sie das aus? Oh, shit, er will mich. Schnauze, Kollege. So, nächster Sender. Muss ich hier? Scheiße, wofür ist diese Säule da, wenn da kein Aufzug drin ist? Wieso haben sie... Dann hätten sie doch einfach in die Mitte dran machen können. Aber hey, ich beschwere mich jetzt nicht über die architektonische Struktur hier. Gut! Alter! Ich bin... Manchmal frage ich mich, ob ich den richtigen Weg gewählt habe als ihn. Deckung! Au! So, endlich haben wir Ruhe, Alter. Ah, okay. Aber wie machen wir die Scheibe kaputt? Das ist eine ganz andere Sache. Panzer abholen. Alter, da geht ja mehr... erhöht? Wie mache ich das? Wie mache ich die Scheiben kaputt? Das ist jetzt die andere Sache. Oder wofür kann ich die überhaupt öffnen? Die haben doch bestimmt einen Sinn. Oder nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Übersehe ich was? Oder ist es einfach nur... Ist darum einfach nur damit er da ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wenn, dann können wir ja zurückkommen. So, den nächsten Sender. Wo müssen wir den anbringen? Ich gehe jetzt einfach systematisch vor. Hier hinten scheinen wir richtig zu sein, glaube ich. Halten uns gar nicht mehr darauf, damit auf, unser Lichtschwert zu benutzen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ah, da kamen wir her. Jetzt check ich das Ganze nochmal. Und... Müssen wir da ganz runter? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist ja schon klar, aber... Manchmal sage ich das einfach zu mir selber, um nochmal zu verdeutlichen, was für ein Dulli ich bin. Aber gut... Ich gehe jetzt mal, ich fahre jetzt mal da ganz, oder da hoch. Es ist im Arsch, das Ding ist im Arsch. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe und gehe da rüber. So viel einfacher geregelt. Hier müsste doch irgendwo ein Sender anzubringen sein, oder? Komm her! Ihr, euch gibt's auch! Euch gibt's auch! Mit euch hatte ich ja auf Bakura schon zu tun. See ya, man! Hier kann man nirgends Sender anbringen, das irritiert mich ein bisschen. Ich glaube,
Ich weiß nicht, ob ich da runter muss. Nee, hier ist auch nichts. Diese ganzen Plattformen sind einfach sinnlos. Oder muss ich da später hin? Muss ich das chronologisch machen? Gibt es da eine bestimmte Abfolge, die ich befolgen muss? Ich weiß nicht. Luke, hilf mir weiter. Jaden weiß nicht mehr weiter. Okay, das Ding ist im Arsch. So wie unser Lichtschwert. Hier ist abgeschlossen. Ihn gibt's auch noch. Ich nehme dich jetzt mit als Accessoire. Ich weiß, klingt pervers, ist es auch, aber er wollte es so. Ich kann einfach da runterspringen. Komm. Wie gesagt, ich nehme nicht den konventionellen Weg. Ich hoffe, es überlebe ich. Ich wusste. Oh yes, im richtigen Timing ist alles. So, was gibt's jetzt hier unten? Gibt's hier noch einen Sender anzubringen? Ein Sender auf dem Dach der Kommunikationszentrale. Ich sollte mir vor. Nein, Alter! Okay, warum komme ich hier nicht rein? Warum komme ich hier nicht rein? Die Kommunikationszentrale, die sollte man von außen erkennen können, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nein, ich hab's verpennt. Ich hab gerade auf mein Handy geschaut. Selber schuld, selber schuld. Ah, zur Bio-Info. So. Wow, Attacke. Alter, Hinterhalt. Ah, so geht es. So geht das, Alter, hier kein Säcke, Mann. Aber wo ist die Kommunikations... Ist das hier die Kommunikationszentrale? Aber auf dem Dach, das heißt, wir müssen, haben jetzt unten eh nichts zu suchen. Aber bitte nach oben, nicht nach unten. Danke. Was war das? Was war das? Das war auch nicht beabsichtigt. Komm her! Du kannst nicht entkommen. Und ich blitze ihn einfach runter. Du mieser Sack. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier ist die Scheibe auch kaputt. Sehr, ja. Und ich struggle Ewigkeiten rum. Also es ist ja eine bestimmte Abfolge. Müssen wir darüber oder müssen wir das hier irgendwo anbringen? Da ist die Kommunikationszentrale. Sag mir das doch. Ja, das war jetzt auch ein bisschen ein Fail, aber gut. Schon wieder er. Fuck. Oh nein, ich lock ihn jetzt nicht her. Ich lock. Was ist das für ein Aufzug? Ist es der, der im Arsch war? Ja, war es. Okay. Es war so naheliegend. Das ist einfach der scheiß Aufzug im Arsch. Komm doch her, ich kann. Nee, ich hab keine Macht. Starte einen weiteren Anflug. Starte einen weiteren auf den Generator. Der Generator. Wo ist der zu finden? Müssen wir da wieder hoch? Ich will jetzt nicht wieder von unten. Warte. Generator. Ich glaube, das da drin war der Generator, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder erst da hinten. Das sieht auch aus, als könnte es ein Generator sein. Ich versuche jetzt einfach mal hier rüber zu gehen zum Generator. Hier ist der Weg gerade so schön, offensichtlich. Das ist ein Versteck. Gut zu wissen. Warte. Von wo kamen wir ursprünglich? Wo steht unser X-Wing? Ich will nicht schon wieder verkacken und einfach unnötig dahinter. Aber es sieht aus wie der Generator. Oder er ist wirklich da drinnen. Das ist jetzt die Frage. Wofür entscheiden wir uns? Okay, da unten scheint aber auch offen zu sein. Dann können wir einfach... Nee, wir sind jetzt hier. Von da kamen wir.
Das ist nicht der Generator. Also, ich. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass das der Generator ist. Komm. Ich lasse mich hier nicht verkackeiern. Aber kann ich da von oben nochmal rein? Mit Skill vielleicht? Nein! Okay, schnell speichern. Bei so einem schönen Jump-and-Run-Erlebnis. Schadet nicht. So. Wo ist das Fenster? Warte, wo war jetzt das Fenster, Alter? Fuck, das müssten wir von außen, von innen aufmachen. Das habe ich gerade voll verpennt. Nein, Alter! Gerade habe ich das Leben vorbeiziehen sehen. Komm, komm, komm. Shit, das überlebe ich nicht! Okay, doch. So, auf dem Generator. Ist das... Nein, jetzt bin ich tot. Ja, ich wusste es, ich wusste es. So, nochmal heilen und... Abrollen hat nicht so ganz funktioniert. So, wir müssen nach unten. Da ist ein Sith. Da ist ein Sith. Vielleicht kann ich es mir leicht machen. So, und jetzt ein Hieb. Zack! Wunderschön. Gerade so, dass er nicht halbiert wurde. Oh, da unten sterbe ich nicht gut. Und ich musste ihn nochmal töten. Ah, jetzt kommt er auch noch dazu. Wo ist er? Ja. Easy. Oh, ich brauche HP. Jetzt kommt er mit keiner Saulus. Aber auf dem Generator, das ist, dann ist es hier nicht... Dann ist es doch das da hinten, der Generator. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ne, da lang. Tse. Bitte fahr hoch. Ah. Ich muss doch nach oben, Mann. Wie bin ich überhaupt hier runter gekommen? Ich bin ja irgendwie... Ich bin gerade echt verwirrt. Die Map verwirrt mich jedes Mal. Zudem, weil man nicht weiß, wo der Scheiß-Generator ist.